Heute ist Halloween und für die meisten bedeutet Halloween ja Grusel. Für uns hat es ein bisschen eine andere Bedeutung. Das ist der Alex vor 3 Jahren und das bin ich vor 3 Jahren. Und das war die Halloween-Nacht, die alles verändert hat. Moritz, ja? Bist du bereit? Aha, ich bin bereit. Wir sind heute zu dritt unterwegs. Please welcome to the stage Moritz. Außerdem sind wir auf dem Weg nach Malmö, weil dort Halloween heute ist. Dort wird fett gefeiert und wir wollen uns das mal anschauen. Einmal die letzte Gelegenheit, dich vorzustellen. Ich bin so das zweite Mal in Schweden zu Besuch. Ja, das ist doch schön. Genau, Super. Und jetzt sind wir in Malmö. Und jetzt machen wir uns einen schönen Tag, ne? Genau. Klasse. Und ich bin der Bruder vom Alex. Es wäre gern. Sieht man ja, ne? Das ist mein Bruder, falls jetzt einige von euch verwirrt waren. Unser Plan für heute ist nicht nur die Halloween-Party, sondern jetzt vor allem erstmal die Stadt angucken. Und vorher brauchen wir dringend ein Klo und Moritz will eine Sandwich. Vor 3 Jahren habe ich in einer Studenten-Männer-WG gelebt. Und es war Halloween. Wir haben uns überlegt, was können wir machen? Slutty Halloween. Du warst Erster. Ich war pinkeln und jetzt bin ich bereit, die Stadt anzuschauen. Und da kommt Moritz. Wie verabschiedet man sich auf Schwedisch? Ich hab's wieder vergessen. Hey Dor. Ich dachte, das heißt Danke. You got ice like summer sky. If you smart could kill or die. Now it starts to rain, so let's enjoy it. I can't believe that this is real, and the way you make me feel, you make me wanna sing, and so I do. Das ist das höchste Gebäude Skandinaviens. Zurück zur Geschichte. Alex und ich kennen uns ja schon eigentlich Jahre vom Studium. Wir hatten aber die ersten Jahre überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Ich vermute ja immer, weil Alex dachte, dass ich durchgeknallt bin. Aber das ist eine Geschichte für ein andern Mal. Im letzten Sommer, bevor das Studium vorbei war, haben Alex und ich uns langsam so ein bisschen kennengelernt. Das Interesse war da, zumindest von meiner Seite. Und dann war diese Party. Und da habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt mal hin. Nachdem ich auf die vorherigen Partys nicht hingegangen bin, weil ich dachte, dass seine WG ein bisschen die Kiffer-WG ist. Hey! Wie weit ist es? 4 Kilometer zu diesem Park, wo das Halloween-Spektakel steigt. Eine Stunde zu Fuß. Ja, richtig. Ja, klar. Was machen wir da jetzt? Zu Fuß it is. Ich nehme meine Karte.
Kontext, wir sind gerade unterwegs zum ominösen Halloween-Event, das ihr gleich sehen werdet. Es ist ein Fußmarsch von 5 Kilometern. 4 haben wir schon geschafft. Und auf 4 dieser 5 Kilometer hat Moritz uns erzählt, dass er gerne einen Kaffee trinken will. Wir suchen Kaffee. Kaffee. Oh, der war jetzt hier. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Und eine kalte Cola. Kalte Cola. Kalte Cola und Kaffee. Ist da was davon? Ja, klar. Und Kaffee gleich. Oh, du hast hier wieder so ein überteuertes, geiles Getränk gekauft. Ja, 5 Euro hat es gekostet. Jetzt sieht es sehr nach Kinderspielplatz aus. Ach, warum? Wir haben gedacht, hier geht voll der Bank, aber es ist eigentlich ein Kinderspielplatz, aber ein schöner. Ein sehr schöner. Wenn ich ein Kind wäre, ich wäre auf jeden Fall auch mit in dem Gemenge da dabei. So, und aus ein bisschen Feiern wurde dann Sarah übernachtet bei mir. Also das ist mir jetzt etwas zu detailreich. Hä, wieso? Du bist einfach auf meine Couch geslissert. Ja, und dann wenige Wochen später, it was me and Alex. Genau. For life. Und der Bruder war nur noch die zweite Geige in ihrem Leben. Und was lernen wir daraus? Manchmal rutscht man durch Zufall, das ist ein bisschen komisch in diesem Zusammenhang. Manchmal gerät man durch Zufall in die besten Dinge hinein. Ne? Man muss nicht gar nicht alles immer im Voraus schon durchplanen, sondern einfach auf sich zukommen lassen. So, und jetzt gibt's gleich die Feuershow. Endlich was zu essen. Geil ausgewählt. Ja, ja. Es geht nichts über gutes Essen, gell? Prost. Exquisit. Entspricht es deinen Vorstellungen? Ja, voll. Guck mal hier, herrlich. Dann lasst es euch schmecken. Einen guten. 13 Euro kostet dieses Glas jetzt. Ja. Oh, stoß doch mal in die Kamera an und dann kommt ein Schnitt. Und dann kommt eine Partysequenz, so eine kurze, wo du so verruckelst mit so richtig Bass. Ja, mach mal wirklich. Das ist cool. Und woher kriegen wir die Party? Ja, das müssen wir jetzt machen. Also jetzt kommt eine Partysequenz. Also Bomber. Jetzt kommt eine Partysequenz. Auf die nächsten 3 Jahre. Du musst Jahre, da gell? So ran anstoßen an die Kamera. Prost! Prost. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regress, restricted access, I'm just still flying to get up here. Reboot is charging, I'm cold. Das ist eine Spinne am Heuball. Da sieht man ja, das Halloween ist nicht wahr. Nett. Der pfeift rein. Hast du das gerade gesehen? Na klar.